Ich habe heute im wahrsten Sinne des Wortes einen Modellathleten zu Gast. Jetzt muss ich mal aufzählen. 1996 Olympische Spiele Gold. 2000 war es dann Silber. 11-mal deutscher Meister, einmal Europameister, dann die Four. Was sind die Four nochmal? Die Golden Four, das waren 4 Wettkämpfe in einem Jahr, die größten Grand Prix Sportfeste. Und die sind natürlich über das ganze Jahr so verteilt, dass du von Anfang bis Ende halt sehr gut sein musst. Und das war noch nicht alles. Und die Diskuswerfer waren schon in der Antike ja die Athleten, die am meisten so in Stein gemeißelt wurden, ne? Ja, ja, genau. Also weil wir natürlich halt sehr, sehr umfassend trainieren müssen, haben wir wahrscheinlich einfach den mit am best ausgebildeten Körper. Ja, ja. Sag mal, und sag mal, von der Größe her, sind die alle so riesig? Ich bin 2,1 halt, deshalb hat es auch besser gepasst. Dann. So, ich bin 1,62 und damit ich heute keine Halsstarre bekomme, können wir uns mal setzen, oder? Gut, okay, dann setzen wir uns. Lars Riedl hat sich heute übrigens gewünscht, dass wir zwei auf den Golfplatz gehen, denn Golf ist inzwischen seine große Leidenschaft, gar nicht mehr Diskuswerfen. 2007 haben alle gesagt, der Lars, der macht's nochmal, der tritt nochmal bei den Olympischen Spielen an. 2008. Das bist du dann aber nicht. Warum nicht? Ja gut, 2007 war schon, ich hatte ja schon immer sehr starke Rückenschmerzen, Rückenprobleme und 2007 musste ich komplett pausieren und habe mir einfach nur überlegt, halt okay, als Abschluss des Ganzen wäre 2008 nochmal Olympische Spiele einfach mal erleben. Also nicht jetzt so da noch eine Medaille oder was halt, sondern sich qualifizieren und das Ganze erleben. Ja, und habe auch versucht nochmal anzugreifen, aber der Körper hat dann einfach gesagt, es ist Schluss, es reicht. Das Thema der Sendung lautet ja heute psychische Gesundheit. War das schwer, also dann zu sagen, man hört auf, weil da kann man ja auch psychisch in ein absolutes Loch fallen? Ja, das ist schon 2007 bei mir so ein bisschen passiert halt. Ne? Ich habe ja auf immer 30 Jahre lang halt immer im Sommer was gehabt, Wettkämpfe gehabt, habe einen bestimmten strukturierten Plan übers Jahr gehabt vom Training her. Und dann hast du immer nichts und dann sitzt du im Garten und ja. Also, und dann kamen natürlich 2008 noch die Schmerzen dazu, habe dann Schmerztherapie gemacht in der Klinik, was nicht ganz so sehr viel in dem Moment jetzt so bei mir zumindest gebracht hat. Du bist nicht in so ein tiefes Loch gekracht wie zum Beispiel jetzt Jan Ullrich oder andere Sportler. Die schaffen das ja gar nicht mehr da raus. Also die Gefahr wäre genauso bei mir da gewesen, habe dann aber zum Glück für mich jetzt so ja, Spielereien im Kopf gefunden halt, habe für viele Dinge gelesen, hatte gute Freunde an meiner Seite, wo ich auch zugehört habe halt. Also wichtig ist halt, dass du dann auch mal was von außen annimmst. Mhm. Wenn dir jemand helfen will, dann lass dir auch helfen so ungefähr und versuch das einfach in dein Leben mit einzubringen halt so. Und das war bei mir Glück, aber ich muss sagen, also ich hatte auch eine nicht so einfache Zeit, das stimmt. Jetzt hattest du nicht nur Rückenprobleme, sondern zum Beispiel auch Knieprobleme. Also ich sag mal, du überall Baustellen. Wie schon gesagt, habe immer so ein bisschen Schmerzen gehabt, auch die letzten Jahre noch so. Und habe dann immer wieder geguckt, wie im Sport damals auch, eine neue Therapie zu finden, was zu finden, was dir vielleicht helfen kann. Dann probierst du ja dies und das aus und habe dann von dem Professor Wehling dann diese Eigenproteintherapie kennengelernt halt da so. An der Hüfte und am Rücken wurde die bei mir durchgeführt, die Orthokin-Therapie. Und das Gute daran war, dass das wohl anti-entzündlich wirkt. Also das ist wohl das Entscheidende halt dabei. Und damit im Grunde der Schmerz wegbleibt. Der Schmerz führt ja auch in Richtung Depression, der führt in Richtung also negatives Denken und alles halt. Also die ganzen Nervenbahnen sind ja immer wieder unter Belastung. Und das stimmt schon, dass ich in den letzten Jahren dann einfach auch gemerkt habe, dass ich nicht mehr der bin, der ich als Sportler so war halt. Und deshalb war das für mich auch eine Lebensqualität, die da später dazu kam. Halt, ne? Genau. Jetzt musst du heute nochmal den Diskus schleudern. Wir haben nämlich nachher noch ein größeres Kunstprojekt vor uns. Aber du bist auch kunstaffin, ne? Also mich hat das schon immer interessiert. Ich habe dann auch nach dem Sport, wo ich aufgehört habe, auch mal andere Dinge ausprobiert. Also nicht mehr das, was du sonst immer gemacht hast, sondern einfach mal Brot gebacken und mal dies und das. Also ganz. Und habe auch angefangen so ein bisschen mit Malen und einfach mal sich versuchen, anders auszudrücken. Du bist heute auch angetreten, nicht nur um den Diskus zu schleudern, sondern auch in unserem Gesundheitsquiz. Und da schauen wir jetzt gleich mal, wie du dich schlägst. Okay. Erste Frage. Was verbirgt sich hinter dem japanischen Begriff Kariyoshi? A. Todurch überarbeiten. B. Superfood mit Algen und Schwertfisch. C. Hausschuhe, die gleichzeitig Füße deodorieren. Oh, das ist ja was Interessantes. Halt. Wäre was Gutes für mich, halt, weil meine Frau sich freuen drüber. Ja, ist interessant. Ne? Also normal bei Japanisch würde ich ja erstmal Algen und Schwertfisch. Die essen ja gerne Fisch und alles so. Genau. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Das wäre aber wieder zu naheliegend. Tod durch Überarbeiten, habe ich zum Beispiel noch nie gehört. Halt. Vom Bauchgefühl würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich A. Tod durch Überarbeiten. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ja. Kariyoshi heißt übersetzt
Tod durch Überarbeiten. In Japan bezeichnet man so einen plötzlichen berufsbezogenen Tod. Todesursache ist meist ein durch Stress ausgelöster Herzinfarkt oder Schlaganfall. Manche zählen auch Suizide dazu, die auf arbeitsbedingte psychische Erkrankungen zurückzuführen sind. In Japan erkennt die Regierung einige hundert Todesfälle pro Jahr als Folge von Überarbeitung an. So, jetzt haben wir noch eine Frage. Wie viele Erwachsene in Deutschland trifft mindestens einmal im Leben die Diagnose Depression? Also du hast ich würde mal sagen, Zahlen da stehen. Ich habe Zahlen da stehen. A 5%, B 8%, C 12%. Also 5% garantiert viel zu wenig halt, meiner Meinung nach. Das ist ja jetzt alles nachgewiesen. Ich hätte jetzt aus dem Bauch raus gesagt 22-25%. Also deshalb bin ich bei 12%. C würde ich jetzt tippen. Weil wir haben ja auch viel, viel mehr, denke ich mal, Situationen durch die neuen Medien und auch andere alle Dinge so, die einfach, für die ist unser Körper im Grunde nicht gemacht, meiner Meinung nach. Laut Institut für Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen wird bei knapp 12% aller Erwachsenen in Deutschland im Laufe des Lebens mindestens einmal eine Depression diagnostiziert. Stress kann schon merkliche Auswirkungen auf kleine Kinder haben. Welche? A. Sie werden schneller erwachsen. B. Sie haben häufiger das Bedürfnis nach einem Haustier. Und C. Sie verlangen öfter nach rotem Obst. Also A würde ich jetzt mal weglassen halt. Wenn, dann wäre es B oder C. Stress, ja klar, wenn jetzt Stress da ist halt. Also wenn natürlich die Eltern immer da sind halt, dann brauchst du im Grunde jetzt kein Haustier, ne? Sondern ist ja die Bezugsperson da. Aber sicherlich kannst du den Stress bei einem Haustier als Kind mental, also was das Energiemäßige halt betrifft, halt da loswerden. Und die haben bestimmt auch eine gute Energie, die Tiere. So, für was entscheidest du dich? Ich würde jetzt mal B nehmen halt. Nehmen wir jetzt mal B. Haben wir noch nicht. Das Haustier. Ja, ja, nehmen wir mal B. Ja, das Haustier hat dich aber leider etwas in die Irre geleitet, weil natürlich ein Haustier tatsächlich gut ist für Kinder, auch gut für die Seele. Aber eine niederländische Langzeitstudie, erschienen im Scientific Reports, hat über 20 Jahre knapp 40 Menschen begleitet und herausgefunden, Stress aufgrund von negativen Erfahrungen in der frühen Kindheit, wie Krankheit oder Scheidung, scheint mit einer schnelleren Reifung des präfrontalen Kortex und der Amygdala in der Adoleszenz in Zusammenhang zu stehen. Heißt übersetzt, die gestressten Kinder in der Untersuchung wurden schneller erwachsen. Echt? Ja. Guck an, du. Ja. Wir sind völlig sprachlos und haben jetzt was gelernt. Und Sie zu Hause vielleicht auch. Ja, interessant. Ja. Was kann Stress, Ängste und Depressionen entgegenwirken? A. Regelmäßiges Joggen. B. Dreimal Brokkoli pro Woche. C. Nochmal. Ach ja, genau. Also, C. Ja. Anderen Geschenke machen halt. Also sind alles drei natürlich tolle Sachen halt. Gerade Geschenke machen ist ja was ganz klasse. Also was kann Stress, Ängste und Depressionen halt entgegenwirken? Genau. Regelmäßiges Joggen, dreimal Brokkoli pro Woche ist auch eine gute Sache. Anderen Geschenke machen finde ich gut. Also ich würde jetzt mal sagen halt ABC. Weil alles natürlich eine tolle Sache ist halt. Stimmt. Und das sollte man unbedingt in sein Leben einbauen. Man kann natürlich neben dem Brokkoli auch gerne noch verschiedene andere Gemüse essen. Aber wie man es schon vorhin gesagt hat, regelmäßig Joggen wäre natürlich schon eine tolle Sache. Ausdauersportarten wie Joggen, Nordic Walken, Radfahren und Aquagymnastik wirken positiv auf Affektstörungen wie Stressreaktionen, Ängste und Depressionen, sagt Dr. Ralf Künzel, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Insbesondere für Joggen ist demnach ein präventiver wie auch ein therapeutischer Effekt belegt. Also ich habe leider was vergessen, liebe Zuschauer. Ich lade einen Modellathleten ein und vergesse die Hymne. Und weißt du warum? Du hast den Highscore echt geknackt. So viele Fragen, richtig. Super. Ehrlich? Ja. Klasse, Lars Riedel. Danke.